Ja, einen wunderschönen guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Beyond Good and Evil hier vom Creepster Game Kanal mit mir, Leuchtfix. Und es ist endlich soweit, wir können den lang erarbeiteten, hart ersehnten Sternenantrieb kaufen und Gott seht euch dieses Ding aus. Ah, Mann. Mann. Aber bevor wir das tun, kaufen wir hier noch einmal diesen komischen... Okay. Drehladen leer. Ein Mega-Impulser erhöht die Energieanzeige. Mega-Impulser! Das klingt schon so mega. Konto Mega-Impulser. Okay. Großartig. Ui. Bravo, Jade. Bravo, Jade. Eine Boost-Kapsel sorgt für eine kurzzeitige Verdreifachung der Maximalgeschwindigkeit. Hi, Hall. Ist er Hall oder H? Haha. Nettes Teil, oder? Sternantrieb. Fast neu. Damit kommst du sogar aus einem schwarzen Loch raus. Schwarzes Loch? Ich möchte gar nicht in schwarzes Loch. Na klar, wenn du es sagst, steht aber unserem langen Abzettel nichts außer Perlen. Können wir das Schiff bei euch landen? Natürlich, da ist ein Landeplatz auf dem Dach, du wirst ihn sehen. Echt? Dann hätte ich ja gar nicht mit dem Hovercraft hier eiern müssen. Egal. Sternantrieb, das hier kommen wir. Das ist kein Hovercraft-Motor, Jade. Bring uns ein Raumschiff, dann können wir ihn einbauen. Okay, ich hätte sogar mit dem Raumschiff landen müssen. Naja, wer weiß, eigentlich könnte... Wäre ja auch geil, wenn wir den Sternantrieb hier an das Hovercraft festmachen und dann damit in die Stratosphäre eindringen. Entschuldigung. Au! Au! Roll nicht rum, Bis später. Ne, aber ernsthaft, mit dem Hovercraft, das wäre doch auch mal nicht schlecht. Transorbitales Hovercraft. Was ist denn jetzt unser scheiß Beluga? Mann! Mehr so ein Hals. Kann das Ding nicht einmal in der Nähe bleiben? Ist das so? Nee, wo ist denn? Ah, der Beluga. Operation Tair. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ach so landet. Ach so landet man das Ding. Das kann ich ja nicht riechen. Ein Nebeneingang. Ach, dafür war der da. Ah, ich bin schon 36 Mal dran vorbeigelaufen. So gut wie neu. Und der Einbau ist inklusive, Jade. Lass dir so eine Gelegenheit nicht entgehen. Sternenantrieb. Gute Arbeit, Jade. Sorgt für den notwendigen Antrieb, um die Anziehungskraft von Helis zu überwinden. Sternenantrieb aktivieren mit Q. Hoffen, dass uns das Ding nicht irgendwie auseinanderfällt. Naja, aber ich habe jetzt einfach mal Vertrauen in die Technik. Wir heben gleich mal wieder. Wir kommen. Und ihr Mamagos betet besser, dass der Motor genug Pferde hat. Boah. Ja, besser wär's. Wir fahren jedoch noch einmal in die Stadt. Als ich mir die letzte Folge ganz kurz einmal angeschaut habe, ist mir klar geworden, wir sind an der Stelle vorbeigekommen, wo es eigentlich noch etwas zu holen gäbe. Und zwar in diesem komischen... Transit, glaube ich, hieß der Abschnitt. Ah, was ist das denn? Der ganze Gelaber macht mich da ganz irre. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Entschuldigung. So, also. Transit hieß dieser Abschnitt, wo es noch was zu entdecken gab. Aber ich trampelt hier natürlich mit meinen Tomaten auf den Augen. Hab das nicht gesehen. Werden wir jetzt uns drum kümmern. Könnt ihr alle mal für einen Moment die Schnauze halten, dass ich nachdenken kann? Danke. Wo war das jetzt? Transit. Alter. Das war hier, oder? Ich meine, das war hier. Transit, ja. Ich hab's wieder gefunden. Ja. Nehme ich hier hinter dem Schrank. Muss sogar diesmal weg. Das dreht. Ah! Ah! Ein SOD. So, schleichen wir uns eben durch das Löchlein. Geht irgendetwas vor. Ich sehe mir das mal an. Bleiben Sie da. Ach so, er kann nicht... Ja, okay, er ist natürlich zu fett für das Loch. Toll, als du dir das letzte Mal nur was eben anschauen wolltest, warst du danach auf einer Verfolgungsjagd, die du ganz knapp überlebt hast. Ach du Scheiße, was ist das denn? Sind das diese Menschenhandelkisten? Baukran, Elektromagnet, Titan und Stahl. Militär... Militärgeheimnis, schwache biologische Aktivität.
Tatsächlich, das sind diese Menschenkisten. Wir müssen hier scheinbar irgendwie lang. Ja, Laufbänder, geil. Okay, da kommen wir nicht lang, wir müssen hier links lang. Augenscheinlich. So. Ein bisschen Übung kann ja nicht schaden. Ich dreh dich kaputt. Kommen wir da hin? Nee, ist aber auch nichts. Gut, dann gehen wir mal gleich weiter. Ah, Perlen. Weißt du, was fehlt? Jetzt noch so ein Gegner, der ihm so richtig Druck macht, der irgendwie auf einen schießt oder so. Was? Die lassen Menschen in einen brennenden Kessel fallen? Was ist denn mit euch falsch, Alter? Ich hoffe, ich habe das jetzt falsch gedeutet. Nee, aber die scheinen... Oder die sind... Ich weiß nicht, aber die scheinen fast leer zu sein. Komm ich hier hin? Nee, ne? Oh ja, geil. Ja, geil. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Gut auch, dass die Dinger hier kaputt sind, dann genau den richtigen Schnellen. Echt auch, wer die Anlage produziert hat, ne? Ich bin verwirrt. Es gibt hier zwar einen Weg. Es gibt hier einen Weg nach unten, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das scheint. Au! Ja, das war jetzt auch schlau. Ja, aber der wird doch nur wieder auf das Fließband da führen, was mich hier hinbringen würde, oder? Ist ich das falsch? Ich probiere das mal eben einfach aus. Sehen. Kommt auf der Tor oder so? Nee, auch nicht. Dann weiß ich es echt nicht. Dann... Sollen wir da rein? Auch nicht, nee. Komm schon! Können den Ausflug jetzt hier wurscht. Genug gebummelt. Wir machen uns jetzt hier mal auf den Weg. So. Top-Agenten-mäßig. Vielleicht war das auch nur so als kurze Verschnaufspause gedacht. Zur Orientierung, ich weiß auch nicht. Sich da lang müsste ich schon, aber da komme ich natürlich hier nicht durch. Kindergarten hier. Uah. Au! Zieh den Kopf ein, Mädel. Tatsächlich dahin, aber da komme ich doch dann gar nicht vorbei. Puh, Leute, harte Geburt. Muss ich hier lang? Gerade verwirrt. Ist ja unübersichtlich hier. Und den ganzen Scheiß nur für eine Perle. Mann. Auch ziemlich Eier in dem Spiel. Weil die Musik ist stimmungsvoll wie immer. Wir warten eben den Behälter ab, dann rennen wir. Ah.
Hopp. Hell yeah. Wir haben es geschafft. Wieder einmal. Wir sind so gut. Gott, sind wir gut. Warum die auch immer hier eine Perle haben, muss ich nicht verstehen. Eine Perle von Alpha-Abteilung zurückgeholt. Wir schenken den alten Bastarden nichts. Und hier geht es weiter in... Ah! Out! Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Ach, schon. Etwas Seltsames vor sich mit komischen Behältern. Und einer Perle. Wahrscheinlich war es angedacht, das sogar zu machen, bevor man in die Fabrik oder... Ja doch, bevor man in die Fabrik geht. Aber das ist mir so egal. Ja, Leute. Ich weiß nicht warum, aber... Aus irgendeinem Grund... Nix. Kann ich den Schalter hier noch nicht benutzen? Ich habe keine Ahnung warum. Gehen wir erstmal noch zu Ming Zhu in sein schönes Geschäft. Schauen wir mal, was der noch so anzubieten hat. Ach, schau an, Perlen. Ich habe euch ja ein Versprechen gegeben, ich werde alle Perlen mir holen, die es gibt. Ah, es gibt noch eine neue Folge von Irish 500, was auch immer. Ah, schau an. Beeindruckend. Da wären wir. Ich habe die letzten Ausgaben von Irish auf M-Disc. Wenn Sie möchten, kann ich Sie für den Iris Flash eintragen. So kriegen Sie immer die neuesten Nachrichten per E-Mail. Für Mitglieder ist der Service natürlich umsonst. Ich möchte Irish... Perfekt. Du bist eingetragen. Nun erhältst... Live-Nachricht als Newsletter. Jetzt erst. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Bitte bedienen Sie sich. Ich mag ihn zu. Den alten Otter. Willkommen. Du bekommst nun neue Nachrichten aus dem Iris-Netzwerk. Das hätten die mir mal vorher sagen können. Ach ja, schauen wir uns das doch mal an. Das müsste jetzt die aus dem Schlachthaus sein. Iris 514. Bewohner von Hillis von der Alpha-Abteilung entführt. Oh. Endlich wissen wir mehr über die Entführungswelle, die die hillianische Bevölkerung in Atem hält. Die Opfer werden über das alte Schlachthaus unter Aufsicht der Alpha-Abteilung verschifft. Dort angekommen, werden sie in Doms-Sarkophagen versiegelt zum Mond gebracht. Die Alpha-Abteilung und die Doms vernichten die hillianische Bevölkerung. Wer auch immer, welcher Praktikant auch immer die ganzen Fotos und so zusammenschneidet, macht seinen Job jetzt nicht so gut. Möchte ich an der Stelle mal ganz einfach sagen. Das hätte im Grunde jeder machen können, der Windows Movie Maker hat. Aber hat mich jetzt nicht so umgehauen. Jo, was? Nü. Ich denke schon, fotografiert den Geier. Ja. Zum Mond? Tatsächlich schon? Ich bin am Überlegen. In der Folge nicht mehr, auf jeden Fall. Die Alpha-Abteilung und die Doms stecken hinter den Entführungen. Ein Exklusivbericht. Das gibt 514 von Irish. Mehr wissen wir schon. So. Die Rennen haben wir gemacht. Wir sind in der Stadt jetzt im Grunde eigentlich fertig, mal abgesehen von diesem einen komischen abgesperrten Bereich da hinten, zu dem wir aus Gott weiß welchen Gründen noch keinen Zugriff haben. Da ist unser Beluga, da steigen wir doch mal gleich ein. Und nö, ich klappe mal eben die Plündererhöhlen ab, falls es hier welche gibt, wo wir noch nicht waren. Unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. So. Ich weiß nicht, ob wir hier schon drin waren. Wird sich gleich zeigen. Ich könnte eigentlich auch in den alten Folgen nachschauen, aber da bin ich mal zu voll. Vorsicht, Miss J. Scheinbar noch nicht. Umso besser, sage ich. Umso besser. Lassen Sie sie nicht entkommen. Dann waren wir ja relativ erfolgreich, was die. Was gerade schießt. Oh, ist gerade gay.
Boah, nee, geht ja gar nicht. Okay, jetzt hat sie sich wieder. Ah! Was tust du denn? Lauf! Stop, Marble, nix. Die Kamera am Anfang ist ja echt schwul. Vorsicht, Miss Jade! Plünder! Ja, kommt die mir auch. Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss Jade! Schnell, die Tür schließt sich! Boah! Das Kontrollpunkt noch. Schon echt harte Sachen. Einfach mal ganz verbindlich sagen. Boah, Alter. Den ersten Abschnitt, den haben wir jetzt quasi perfekt gemeistert. Boah! Ach du Heilige. Heilige Mutter Maria Gottes im Himmel. Ah! Option 2 scheint gerade relativ cremig zu funktionieren. Ach, komm, fahr. Boah. Das war vielleicht sogar jetzt etwas zu viel. Das boah. Oh. Geschafft. Zweiten Anlauf, wo ist mein Preis? Bam! So wünsche ich mir das. So wünsche ich mir das. Yeah, yeah! Plünderersbeute, da sind wir schon wieder auf 3 Perlen hoch. Ja, und nü? Hillis. Hulli, Hillisch, nü, Hillisch. Docken wir doch mal wieder an unser allseits beliebtes Belügerchen an. Um uns doch mal eben ganz kurz frische Wuschkapseln. Uah. Oh, ich krieg nichts hin. Steuerung kommt direkt aus der Hölle. So. Flump. Und die letzte. Na, ach, jetzt sag mir nicht, die haben wir wieder nicht bekommen. Doch, haben wir. Gut. Dann weiter. Plündererhöhlen. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich weiß nicht, ob die schon hatten, aber ich meine, die hatten. Unerlaubtes Manöver. Müll abwerfen auf. Unerlaubtes Manöver. Müll abwerfen auf festem Boden. Verboten. Oh, ihr Homos. Unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. Probieren wir es einfach mal in den Plündererhöhlen. Das ist eine Vorax-Höhle. Ich glaube, hier waren wir dann echt noch nicht. Na gut. Begeben wir uns doch mal hier hin. Ah. Es kann sehr gut sein, dass wir dafür Page brauchen. Bufo Erectus. Ein PB1. Sehr schön. Lululu. Gut gemacht, Jade. Jade. Brenner. So. Ich sehe, 20 Minuten sind eigentlich schon wieder um. Deswegen sage ich an dieser Stelle, werden wir uns die Vorax-Höhle nächste Mal anschauen. Gott, heute sind die ganzen Aufnahmen der Cliffhanger dieses Mal. Letzten 3 Folgen tut mir... Okay, tut mir eigentlich nicht leid. Man muss ja auch seine Fans irgendwie bei der Stange halten. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle auch wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Beyond Good and Evil spielen. Sagt bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Leuchtfix. Ciao.